Schnell müssen die Händler die Schienen freimachen. Wo gerade noch ein Markt war, fährt jetzt ein Zug. Knapp vorbei an den Kameras von unzähligen Touristen, die das Spektakel festhalten wollen. Was für Urlauber aufregend scheint, ist für die Händler hier Alltag. Denn als die Meklong Rail Company die Zugstrecke Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut hat, entschieden sich die Bewohner, ihren Markt einfach auf den Schienen bestehen zu lassen. Auch Nopadol gehört ein Imbiss auf dem Markt. Er sagt, erst der Zug hätte den Markt hier berühmt gemacht. Die Verkäufer machen das hier seit 50 Jahren mit. Für uns ist das nicht kompliziert. Und für den Markt ist es sogar von Vorteil. Immer mehr Menschen kommen, denn durch die Schienen ist unser Markt zu einer Touristenattraktion geworden. Doch nicht alle Händler hier sind glücklich über die vielen Besucher. Ein Stückchen weiter verkauft Frau Leg frische Makrelen an ihrem Stand. Sie ist 60 Jahre alt und hat die Veränderungen selbst erlebt. Ich habe gesehen, wie sich der Markt verändert hat, weil jetzt so viele Touristen kommen. Manchmal beschweren sich die Einheimischen, dass der Markt zu voll ist und sie deshalb nicht richtig einkaufen können. Dann warten sie, bis weniger los ist. Und tatsächlich kann es ziemlich voll werden. Denn für das etwas andere Shoppingerlebnis kommen an den Wochenenden täglich bis zu 2000 Menschen aus der ganzen Welt hierher. Auch Lukas und seine Freundin haben den weiten Weg auf sich genommen. Wir kennen den Markt durchs Internet. Wir haben ihn auf ein paar Blogs und in WhatsApp-Stories entdeckt. Deshalb haben wir uns entschieden, hierher zu kommen und uns unser eigenes Bild zu machen. Und der Besuch lohnt sich. Siebenmal am Tag fährt hier ein Zug und jedes Mal müssen die Händler ihre Stände abbauen. Mit Handbewegungen scheuchen sie die Touristen von ihren Plätzen, denn jetzt muss es schnell gehen. Für Außenstehende ein riesiges Chaos. Tatsächlich ist aber jeder Handgriff lange geübt. Erst muss ich alle Tische und Stühle wegräumen, dann die Obstkörbe. Als nächstes sorge ich dafür, dass die Touristen hinter der Linie stehen. Ich muss sicher gehen, dass die Touristen in Sicherheit sind. Und das alles in nur 3 Minuten. Denn sobald das laute Hupen des Zugs zu hören ist, müssen die Schienen leer sein. Im Vorbeifahren reicht ein Händler dem Schaffner noch schnell einen Saft durchs Fahrerfenster. Die Menschen im Zug winken den Marktbesuchern zu. Und dann ist es auch schon vorbei. Wo gerade noch ein Zug gefahren ist, ist jetzt wieder ein Markt.